Sorry für das Licht, das ist hier gerade alles ein bisschen orange, aber ich wollte euch jetzt mal das Problem hier an meiner Schminkecke zeigen. Ich hatte ja alles hier in der Schublade von dem Frisiertisch, aber der ist jetzt komplett leer. Deswegen nicht wundern auch, wie es jetzt hier drumherum aussieht. Ich habe alles halt auf den Boden gestellt, weil erstmal alles rausgeholt. Das finde ich immer die beste Taktik. Erstmal alles rausholen, gucken, was ich habe, so ein bisschen sortieren und dann wieder einräumen. Deswegen habe ich hier den Frisiertisch komplett leer gemacht. Und in diesen Schrank wollte ich das jetzt einräumen. Und ich habe jetzt mal hier schon ein paar Sachen eingeräumt. Wie ihr seht, hier passen zwei Glossy-Boxen super rein. Aber ich habe hier an der Seite halt noch mega viel Platz. Und die Produkte einzeln da reinzulegen, bin ich irgendwie kein Fan von, weil das rutscht dann immer hin und her. Und hier ist alles so ein bisschen unterteilt. Ich könnte die jetzt klar auch so reinstellen. Moment. Die muss ich mal kurz rausholen. Wenn ich die jetzt so rum reinstelle, habe ich genau das gleiche Problem, dass ich hier an der Seite Platz habe und jetzt auch vorne und hinten an die Sachen komme ich halt auch schlecht dran. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die Sachen halt so längs reinzustellen. Dann passen die zwei nämlich super rein und dann habe ich an der Seite noch Platz. Und ich habe halt Aufbewahrungsmöglichkeiten gesucht, die halt hier perfekt reinpassen. Jetzt habe ich mal getestet, die, wo ich beim Action gekauft habe, passen perfekt hier rein. Sieht zwar jetzt nicht so cool aus, ist noch ein bisschen höher, aber man kriegt die Schublade zu, man hat den Platz halt optimal genutzt. Wenn ich, also es würden jetzt auch zwei Stück reinpassen. Eben hatte ich irgendwo noch auch die kleinen. So, jetzt habe ich auch mal so ein kleines geholt. Und wie gesagt, es würden sogar jetzt noch ein weiteres reinpassen. Und das ist halt das, was ich meinte. Da kann ich halt super die Sachen aufbewahren. Und wenn ich was brauche, einfach rausholen. Und ja, wie auch immer, ist alles ein bisschen besser sortiert. Und das werde ich jetzt mal machen. Oh Gott. Mein Arm fällt schon ab. Das werde ich jetzt mal machen und mal schauen, wie weit ich dann heute komme. Meine Cousine war gerade da gewesen. Wir haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht, ein bisschen gequatscht und ich habe mir auch was zu essen gemacht. Es ist leider nicht so geworden, wie es eigentlich hätte werden sollen. Und zwar sind das solche Nudeln mit Gemüse. Und zwar sind das solche, ich glaube, chinesischen Mai-Mi-Nudeln. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Nee, nicht Mi-Nudeln. Mai-Nudeln, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die sind von sich aus schon sehr gesalzen. Die brauchen auch gar nicht lange. Die muss man eigentlich nur im kochenden Wasser ein bisschen ziehen lassen und das war's. Und dann habe ich Paprika, Erbsen, Möhren, Mais und Ei dazu gegeben. Und eigentlich hätte da jetzt noch Sojasauce dazu gemusst. Und ich war auch der festen Überzeugung, dass ich noch welches zu Hause habe, aber es ist nichts mehr da. Boah, diese Babyhärchen hier, ne? Leider habe ich jetzt keine Sojasauce und ich habe auch irgendwie nichts anderes da, was irgendwie dazu passt, weil irgendwie Ketchup oder sowas geht ja jetzt mal gar nicht. Ist die Linse dreckig? Ich habe gerade gedacht, da wäre irgendwie sowas in der Linse. Ja, deswegen esse ich das jetzt so. Ist ein bisschen, ja nicht trocken, aber da fehlt halt irgendwie was. Aber dennoch schmeckt es mega gut. Diese Nudeln sind der Hammer. Das ist gerade schon die zweite Portion, die ich esse. Und es schmeckt so gut. Ja, das werde ich mir jetzt auch nochmal schmecken lassen. Und dann geht es weiter mit der Schminksammlung. Ich bin schon gut vorangekommen. Aber ist noch ein bisschen was zu tun. Deswegen esse ich jetzt mal schnell. Ich habe das Gefühl, sobald es dunkel ist,
hat die Kamera nicht so eine gute Qualität. Okay, es liegt jetzt auch an dem Licht, das ist hier nicht das Beste. Auf jeden Fall, ich bin gerade fix und fertig. Ich brauche mal endlich eine kleine Pause. Ich bin die ganze Zeit am Mengen und am Machen, am Tun. Hab Wäsche gewaschen, aufgehangen. Heute ist wieder so ein Waschtag. Bin bei meiner Schminke und sonstigen Kram da schon ziemlich weit gekommen. Nicht mehr viel, dann habe ich es geschafft. Ich denke, ich packe das heute auch noch. Und wie ihr vielleicht eben gerade gesehen habt, habe ich die Front von meiner Schublade getauscht. Ich zeige euch es mal, wie es jetzt aussieht. Und zwar so. Und ich finde, das sieht viel, viel besser aus. Jetzt ist das einheitlich und das hat mir davor nie gefallen. Aber als ich damals mir das Sideboard gekauft habe, gab es das halt nicht. Und ja, was soll ich machen? Irgendeine Blende muss die Schublade ja bekommen. Deswegen habe ich einfach schlicht weiß genommen. Aber jetzt harmoniert das viel besser. Ja, ich bin happy. Und habe eben noch ein paar Pinsel gewaschen. Habe die Wäsche gemacht, habe hier ein bisschen weggeräumt. Und ja, habe die Kissen jetzt reingeholt. Die haben jetzt einige Stunden gelüftet. Und jetzt kann ich die ohne Bedenken beziehen. Und boah, sieht es so, ob ich so eine riesen Stirn habe. Ey, das ist doch nicht schön. Egal, ich bin jetzt eh gerade im Gabbel-Look und ist nebensächlich. Genau. Was ich eben noch gesehen habe, als ich meine Schublade wieder eingeräumt habe, da sind nämlich meine ganzen Süßigkeiten und so drin. Und da waren so zwei Sachen, die wollte ich unbedingt euch mal zeigen. Denn die Verpackung ist jetzt eigentlich leer. Die einzelnen Riegel habe ich jetzt... Ach, diese Babyhaare, ey. Einzeln jetzt rausgeholt, damit ich die Verpackung auch wegschmeißen kann, weil das lohnt sich nicht, die einfach so aufzubewahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte euch einmal das hier zeigen. Corny Free Joghurt. Mega lecker. Super praktisch für die Handtasche, für zwischendurch, in der Schule, auf der Arbeit. Mag ich sehr gerne. Und dann einmal hier das. Das ist auch mega lecker. Soft-Nougat-Riegel mit Mandelstücke. Das ist vom Aldi. Und die mag ich auch sehr, 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 sehr gerne. Ich habe schon öfters solche Soft-Nougat-Riegel gegessen, aber einige sind nicht soft, sondern eher hart. Und hier waren drei einzeln verpackte Riegel drin. Die sind mit Opladen-Esspapier quasi oben und unten versehen, damit einfach dieser Soft-Nougat mit dem Mandelstück so lecker. Genau. Muss ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Und ja, ich glaube, das ist gar nicht so spannend, euch heute irgendwie noch was zu zeigen. Sollte es noch irgendwas geben, werde ich euch das natürlich jetzt zeigen im Anschluss. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Tschüss! Leute, ich bin jetzt gerade ja hier bei meiner Schminksammlung tätig. Ich hatte ja erst alles hier in dieser Schublade. Die ist auch noch leer. Und ich habe das jetzt hier in mein Alex reingeräumt, damit ihr mal so einen kleinen Überblick bekommt, wie das jetzt hier aussieht. Und auf jeden Fall bin ich halt noch dabei und hatte hier so eine Kosmetiktasche. Die hätte ich immer mitgenommen, wenn ich zu meinem Freund gefahren bin oder so. Und habe da die Sachen jetzt rausgeräumt und guck, was da noch drin ist. Und auf einmal sehe ich, dann ist hier alles so dreckig. Und ich dachte, was ist das denn? Zum Beispiel hier dieser Kajalstift. Mega furchtbar, alles dreckig. Und dann auf einmal sehe ich, dass mein Lieblingshighlighter kaputt gegangen ist. Ich könnte gerade echt heulen. Der ist so, so unfassbar schön. Und ich muss gucken, ob ich noch rein Alkohol zu Hause habe. Ansonsten will ich schon mal versuchen, den zu pressen. Aber ich glaube, das klappt nicht mehr, weil es einfach zu wenig ist. Weil da war auch schon ein großes Hittepan drin. Ich habe den so geliebt. Der ist zwar schon uralt, aber der war so mega. Und das ärgert mich gerade. Und die Tasche sieht halt auch extrem aus, ne? Hier sieht es generell noch extrem aus. Überall steht noch was rum, aber ich habe es schon fast geschafft. Ich räume die Sachen ja nicht nur einfach ein, wie ihr seht, die stehen hier gerade rum, weil ich staub die ab, wische die ab, weil einige Sachen sind mega verdreckt, wie zum Beispiel hier die Foundation. Da gehen die Flecken auch gar nicht mehr so gut ab, damit es einfach mal ordentlich wieder aussieht und man Spaß hat, wieder das Make-up zu benutzen. Ich wurde gerade unterbrochen, deswegen weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, was ich eben erzählt habe. Ja, ich habe mich auf jeden Fall über meinen Highlighter aufgeregt, als ich die Kosmetiktasche ausgepackt habe, die ich immer mit zu meinem Freund nehme. Es
ist echt schade. Es ist echt, echt schade, weil der war so schön. Jeder, der den hatte, der weiß, wie toll der war. Und bis jetzt habe ich auch noch kein hundertprozentiges Dupe gefunden. Es gibt so ein paar, wo ich sage, ja, die sind ganz nett, passen, also sind auch ganz schön, kommen dem nah, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Genau, apropos generell Make-up-Schminke, wollte ich auch nochmal was zu sagen. Ich habe eine große Schminksammlung. Ich habe wirklich viel. Und gefühlt in den letzten 3-4 Monaten, eigentlich so seit dem Sommer, als es so richtig heiß war, habe ich mich eigentlich so gut wie gar nicht geschminkt. Also ich bräuchte das gar nicht, weil es war so schönes Wetter und ich habe meine Haut einfach mal ausgeruht. Ich hatte über den Sommer ja auch Lash Extensions. Und ich finde, das macht halt so viel aus, wenn man einfach nur schon so Wimperntusche oder sowas drauf hat oder von Natur aus schöne Wimpern hat. Habe ich leider nicht. Ich habe ja sehr kurze Wimpern. Wobei ich aktuell das Wimpernserum benutze. Und ich hoffe, das hilft bei mir, denn bei meiner Freundin hat das wirklich mega geholfen. Sie hatte ja schon von Natur aus sehr schöne Wimpern, aber durch das Serum ist es noch besser geworden. Und jetzt hoffe ich, dass es bei mir auch gut hilft, aber man muss es halt wirklich fleißig auftragen. Genau, und ja, wegen dem Make-up, ich habe da halt gar nichts benutzt, also wirklich nie. Also im Urlaub auch, wo wir auf Ibiza waren, ich habe mich da nie geschminkt, außer wir hatten wirklich was vorgehabt und wollten Fotos machen. Da habe ich so ein bisschen die Rötung oder so abgedeckt, Unreinheiten. Aber ich habe da nie groß was gemacht, auch in der Zeit danach. Ich habe mich sehr ungern geschminkt, also es war einfach so heiß auch. Es war so schönes Wetter, da wollte ich nicht meine Haut unnötig mit Schminke belasten. Und wenn ich dann mal was benutzt habe oder ich bin zu meinem Freund gefahren oder war weg oder wie auch immer, da hatte ich immer nur meine Kosmetiktasche gepackt und mit dieser gepackten Kosmetiktasche habe ich mich irgendwie in den letzten Wochen, Monaten, wenn ich mich mal geschminkt habe, habe ich dann nur die Produkte, die in der Tasche waren, benutzt. Alles andere habe ich irgendwie total ausgeblendet, nicht benutzt und es war mir sowas von egal. Ich hatte irgendwie da einfach gar kein Interesse dran und ich habe jetzt mir gesagt, so, okay, du hast so viele Sachen, es geht nicht mal so weiter, du musst was dran ändern und nicht alles andere einfach ignorieren. Und da ich mit der Aufbewahrung nicht zufrieden war, deswegen dachte ich, okay, du musst dran was ändern, damit es einfach wieder ansprechend ist, damit ich wieder Lust habe, es zu benutzen. Und ja, deswegen kam es dazu, dass ich das jetzt umgeräumt habe und ja, bin auch soweit durch. Wie gesagt, noch ein paar Sachen, die jetzt rumstanden, die ich jetzt noch einmal abstauben muss. Die werden dann eingeräumt und dann bin ich mit der Schminksammlung fertig. Yay! Also ich habe heute einiges geschafft, was mich sehr freut. Was ich jetzt noch nicht eingeräumt habe, sind meine Fake Lashes. Denn ich habe, wie eben gesagt, aufgrund meiner kurzen Wimpern einige Fake Lashes. Die muss ich noch irgendwie unterbringen. Die haben jetzt in den Schubladen keinen Platz gefunden. Die kommen wahrscheinlich wieder in den Frisiertisch rein. Und ich brauche noch so ein, zwei kleine Boxen, Schachteln, wie auch immer. Weil ich das nochmal ein bisschen unterteilen möchte. Aber ansonsten bin ich halt wirklich fertig. Die werde ich dann irgendwann im Laufe der nächsten Tage, wenn ich Zeit finde, die besorgen. Und ja, und auch als Feedback zu den Aufbewahrungsboxen von IKEA. Da habe ich nur die hellgrauen verwendet, die ich euch gezeigt habe. Die finde ich wirklich mega. Würde ich mir auch nochmal kaufen, wenn ich die gebrauchen würde. Aber da ist halt so ein ganz großes noch mit bei und das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das schwarze, was eigentlich für diese Boxen geeignet ist, habe ich noch nicht verwendet. Das werde ich in den Frisiertisch vermutlich mit reinpacken. Und die Boxen vom Action habe ich benutzt. Bis auf die große. Die finde ich auch ganz okay, aber sind nicht so gut wie die vom IKEA. Genau. Dazu ein kurzes Feedback. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich hätte heute eigentlich diese kleinen Boxen besorgen können. Ich hatte die heute frei gehabt, aber ganz ehrlich, ich hatte heute sowas von keine Lust gehabt, das Haus zu verlassen, weil ich in den letzten Tagen immer nur unterwegs war. Ich wollte heute eigentlich nochmal zum Zara fahren, auch wegen meiner Hose. Die Story habt ihr bestimmt mitbekommen. Aber ich habe es einfach nicht eingesehen, da jetzt nochmal hinzufahren. Und im besten Fall wäre die schon wieder nicht da. Deswegen habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und deswegen habe ich einfach online bestellt. Genau, ich habe eine etwas größere
Zara-Bestellung jetzt aufgegeben und bin gespannt, wann die kommt. Ich muss dazu sagen, ich habe zum allerersten Mal bei Zara online bestellt. Ja, habe ich vorher nicht gemacht, weil ich, wenn ich was wollte, bin ich immer zum Store gegangen. Ja, aber diesmal habe ich tatsächlich mal online bestellt und habe auch alles bekommen, was ich eigentlich auch so kaufen wollte. Deswegen bin ich ja mal gespannt. Und noch einiges mehr ist in den Warenkorb gelandet. Ja, hatte ich einfach keinen Bock gehabt, heute das Haus zu verlassen. Dafür bin ich halt daheim gut weit gekommen. Ich werde mir jetzt was zu essen noch machen, beziehungsweise von heute Mittag. Das Essen werde ich mir jetzt nochmal aufwärmen und essen. Dann die paar Kleinigkeiten noch wegräumen und dann werde ich auch wahrscheinlich einen Film gucken oder ein paar YouTube-Videos mal schauen und einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen, denn es reicht jetzt. Es ist auch schon dunkel geworden draußen, wobei jetzt auch schon sehr früh dunkel wird. Ja, ich werde jetzt noch den Abend ein bisschen entspannen, ausklingen lassen und morgen muss ich wieder den ganzen Tag arbeiten, da werdet ihr nichts von mir hören. Deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend noch und bis die Tage. Macht's gut!